ins Röbeli. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Gary geht. Bevor wir die Affäre nach der 7. noch genau analysieren hier bei SRF 3, müssen wir unsere Gemieter jetzt einmal schnell abkielen. Da passt ja der Nominationshype im Internet, die Eisbacken-Challenge. Oder? Prominente, die sich für einen guten Zweck ein Kübel Eiswasser über den Kopf überleeren. Wer macht mit in unserer Runde? Nationalrat Christoph Mörgeli? Ja, können Sie denken. Aber schauen Sie, so löst sich das Problem mit den guten Menschen von selber. Waterboarding für einen guten Zweck, verstehen Sie? Dann gehe ich davon aus, die Weltwoche macht auch mit. Roger Köppel. Sicher so klar ist, wie immer total anders als alle anderen. Für den guten Zweck habe ich meine ganze Redaktion aus dem dritten Stock auf einen Kübel Eiswasser geschossen. Eine Aktion für einen guten Zweck. Ja. Die Grünen sind aber schon mit dabei, oder Bastian Schiro? Ja, hallo, ich gehe. Die Aktion ist eine ökologische Katastrophe. Jetzt von überall die Gletscher schmelzen, verschwenden wir Eiswasser. Ich werde verklamieren, darum offiziell die erste fast Eis-Challenge zu machen, da werfen wir Eiswasser auf unsere Gletscher, um die zu retten, einfach sofort das Gefrierfach leeren und zu einem Gletscher wandern. Boah, was man nicht alles macht für einen guten Zweck. Oder ist das sogar Kunst, die Aktion? Stefan Eichel, auch immer dabei bei Charity. Wie sehen Sie das? Mit Schuderitz vor Begeisterung. Ich habe mir aus Solidarität mit dem Weltenland, der im Schneidersitz ein eiskalter Fondant über mein wellendes Haar geleert. Und dazu ein neuer Song auf Swahili für Tamburin und Geissenhörner kommen. Gut, okay, bevor wir jetzt in Detail gehen, Themawechsel. Lottofieber. Am Samstag gibt es die Rekordsumme von 47,8 Millionen Franken zu gewinnen. Eine Blitzumfrage gerade in die Runde. Was machen wir mit so viel Geld? Christoph Blocher. Oh, muss ich Ihnen sagen? Ich erbe 47,8 Millionen Franken. Haben sie meine Kinder immer gesagt, auch Kleingeld ist nicht zum Spielen. Oh, sogar Mimpf gehört in Sparsäule, gibt mir ein Trinkgeld oder Parteispend. Baschi, was machen wir mit dem Hauptgewinn? Ja gut, ich habe alle meine CDs im Keller selber kaufen und weltweit Nummer 1 werden. Nationalrat Mörgeli? Ja, ich würde mir in Zürich kaufen und ins Faculty Management investieren, beziehungsweise Facility Management abstauben, verstehen Sie, abstauben. Was machen mit dem Lottogewinn Weltwochenchef Roger Köppel? Um was geht's? Ich könnte endlich mehr Artikel bringen, weil wir keine SVP-Inserat mehr müssten drucken. Gut, und Ex-Minister und Bergbauer Enzo Blumenthal? Zahlenlotto. Zahlenlotto. Ja, immer gern. Was ist Trumpf? Zum Glück ist Freitag.